Wir sind hier, weil wir Ihnen das Vinode-Projekt vorstellen wollen. Ziel des Vinode-Projekts ist zu zeigen, dass der ganze nordostdeutsche Raum 100% erneuerbar laufen kann. Willkommen zum Arbeitskreis der ASEF. Der Arbeitskreis bietet aus meiner Sicht die optimale Möglichkeit für die Stadtwerke, sich über innovative Ideen, Prozesse und Geschäftsmodelle auszutauschen. Mein Name ist Johannes Sigula von der Firma NSS Europe GmbH in Kleinmachnow und meine Position ist Senior Sales Consultant. Mein Name ist Tom Lange, ich bin Leiter des Bereichs Akquise und Kooperation bei Enertag. Alfred Kruse, Geschäftsführer Stadtwerke Burg an der Elbe. Ich bin Severin Wolker vom Border Step Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und dort in der Geschäftsführung des Institutes tätig. Ja, Stadtwerke können unsere Lösungen dafür nutzen, sozusagen ihr eigenes Angebot mehr zu adressieren oder mehr zu untermalen. Unser Projekt ist in Windnode so weit eingebunden, dass wir ein Verbundkraftwerk in der Region Uckermark bauen und installiert haben. Eine Power-to-Heat-Anlage, die wir mit Strom aus Windenergieanlagen nutzen wollen. Die Stadtwerke können davon profitieren, indem sie den von erneuerbaren Energien erzeugten Strom auch für Power-to-Heat oder Power-to-X-Anlagen nutzen können. Wir verstehen uns als Organisator der Energiewende vor Ort. Und wir schauen uns ja an, was hinter dem Zähler innerhalb des Hauses passiert. Dort gibt es viele Energiemanagementaufgaben, die zukünftig durch die Stadtwerke übernommen werden könnten. Mein Name ist Roger Jung, ich bin Key Accounter bei den Stadtwerken Troisdorf. Mein Name ist Reimer von Wachholz, ich arbeite bei der ZVO Energie GmbH in Sierksdorf als Innovations- und Kommunalberater. Also mein Name ist David Lux, ich bin Projektmanager in der Stabsstelle Innovation bei den Stadtwerken Augsburg. Wir planen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zur teilautarken Versorgung eines unserer Wasserwerke. Wir haben so eine Bürgerinitiative gegründet, womit wir die Dächer von Mehrfamilienhäusern auch mit Photovoltaik ausstatten. Und auf der anderen Seite planen wir ein innovatives Projekt zur Wärmeversorgung von kommunalen Liegenschaften mithilfe einer Windenergieanlage. Ja, der Arbeitskreis von der ASEF ist im Prinzip eine gute Kontaktmöglichkeit, um mit anderen Stadtwerken, die alle die gleichen Interessen, die gleichen Ideen haben, sich auszutauschen. Wir möchten einerseits unsere innovativen Ideen in den Verbund mit einbringen und auf der anderen Seite eben in der Diskussion mit den anderen Stadtwerken auch das eine oder andere mitnehmen und adaptieren. Ja, in erster Linie Impulse für innovative Techniken. Der Arbeitskreis, muss man sagen, war ein voller Erfolg. Ich hoffe, die Teilnehmer haben sehr viele spannende Sachen mitgenommen, die sie auch langfristig vielleicht in ihren Stadtwerken umsetzen können. Super. Super. Ja, bin ich großer Fan von. Mit Sicherheit einer der Höhepunkte war die Besichtigung des EUREF Campus. Mit der Power-to-Heat, Power-to-Cold-Anlage der GASAG, die auch im Rahmen von Vinode unterstützt wurde. In dem Vinode-Projekt geht es vorwiegend darum, zu zeigen, wie Flexibilitäten am Markt integriert werden können, um ein stabiles Netz zu erhalten. Das Besondere an Windnode ist, dass es ganzheitlich funktioniert. Man hat sowohl einen Übertragungsnetzbetreiber dabei um 50 Hertz, man hat Stadtwerke, produzierende Unternehmen und nur ganzheitlich kann diese Energiewende funktionieren. Und von daher ist es einfach wichtig, dass bei Windnode alle mit an Bord sind. Also sollten auch weitere Stadtwerke Interesse haben, sich über innovative Ideen auszutauschen und Erfahrungen zu sammeln, was an spannenden Projekten in der Energiewende-Welt passieren, dann würden wir uns freuen, wenn Sie natürlich beim nächsten Arbeitskreis dabei sind. Willkommen an Bord!